Ich bin Manuela Starkmann, ich bin Guide und die Lebensweise, die zu Klarheit führt. Dieses Jahr mache ich was ich schon ganz lange machen will, nämlich einen Workshop nur für die Frau. Und wie habe ich es genannt? Frau 3.0. So starten Sie richtig durch. Für die Frau, das Guiding für die Frau, die sich in der Männerwelt behaupten will. Wie ist die Idee gekommen? Also die ganzen Impulse, da wird das Video stundenlang, weil ich in 16 Jahren ganz, ganz viele Erlebnisse gehabt habe, sowohl beruflich als auch privat, wo ich denke, die Frauen heutzutage, die brauchen echt ein bisschen mehr Klarheit. Einer der Impulse war ein Vortrag für ein Gleichstellungsamt und da wird gewünscht, dass sich die Teilnehmerinnen vorstellen. Name, woher sie kommen, sowohl jetzt allgemein fürs Netzwerken, als auch für mich, der jetzt da den Vortrag hält, warum er denn bei dem Vortrag da ist. Und du wirst es kaum ahnen, der Vortrag hieß, Frau, drück dich klar aus. Okay, und da waren unter anderem zwei Damen dabei. Und jetzt, das ist das Beispiel, das für dich zu 100% passen kann oder überhaupt nicht. Ich nehme jetzt einfach dieses Such dir bitte im Subtext raus, was für dich taugt. Die zwei Damen haben in einem großen Unternehmen gearbeitet, ganz unabhängig voneinander, waren Führungskräfte und haben demzufolge Mitarbeiter gehabt. Und nicht nur Mitarbeiter allgemein, wie das Wort der Mitarbeiter heißt, sondern tatsächlich männliche Mitarbeiter plus männliche Mitarbeiter, die noch älter sind als sie. Das ist jetzt im Großen und Ganzen gar nichts, außer einer Information für dich. Die wahre Botschaft ist aber, in ihrer Vorstellungsrunde haben sie dann eben auch jeweils einzeln erzählt, warum sie hier sind und was sie brauchen, damit sie, wenn sie wieder draußen sind, mit ihren Mitarbeitern, aber auch insgesamt mit den Männern allgemein, auch im Berufsleben. Das ist übrigens genau mein Aspekt. Klarheit hat man halt für 24 Stunden am Tag und nicht nur für die 8 Stunden in der Arbeit. Was sie dann mitnehmen können, damit es in ihrer Klarheit, in ihrer Durchsetzung, in ihrer Ausstrahlung einfach besser passt. Du, ich mag sogar sein, dass ich in meiner Direktheit Ihnen das dann auch später gesagt habe. Für mich war alleine bei der Vorstellung, ist kein Wunder, unabhängig voneinander, dass das mit der Führung nicht funktioniert hat. Da haben Frauen einfach noch ganz viele alte Prägungen, die sie dann mit reinnehmen in ihr Erwachsenenleben. Und in Kurzfassung, es funktioniert nicht. Und was passiert dann? Die Frau wird noch leiser, noch bescheidener, noch stiller. Oder andere Idee, meistens tatsächlich liegt die genau im Gegenteil. Sie versucht noch männlicher, noch dominanter, lauter zu werden. Merkst du alleine mal von meiner Handbewegung, das ist nebendran und dahinter oder davor. Das ist aber nicht in der Mitte sein. In der Weiblichkeit, im Frausein. Und eine Frau kann kein Mann sein. Sie kann maximal ein schlechter Mann sein, weil sie es nur nachahmen kann. Aber sie ist eine Frau. Gut, wichtig ist dabei zu wissen, jeder Mensch, also unabhängig des Geschlechts, hat natürlich auch wieder frei seines eigenen Geschlechts, die Aspekte des anderen auch. Das heißt, natürlich habe ich auch männliche Züge an mir und Männer haben auch weibliche Züge, was allgemein als weiblich verstanden wird. Da mache ich gegebenenfalls mal ein extra Video zu, bevor das jetzt zu lange wird, in sich. Doch entscheidend ist die für ein selber gesunde Verbindung. Und wenn man nicht in seiner Klarheit ist, darum ist das meine Positionierung, dann wird es mit dem ganzen Rest da draußen, mit den anderen Menschen erst recht nicht, weil man ja schon mit sich nicht wirklich rundum im Reinen ist. Und das ist altersunabhängig und das ist auch geschlechtsunabhängig. Und genau deshalb habe ich genau für die Frauen etwas kreiert, wo ich der Meinung bin, das hilft oder wo ich mir sogar denke, hätte mir das mal früher einer gezeigt. Ich habe als Guide dieses Lebensgebiet erkunden dürfen müssen, um dann selber die Erfahrungen zu sammeln. Ich bringe jetzt die Essenz in meinem Guiding mit. Ich hätte es auch schick gefunden, wenn mir das einer gezeigt hätte. Gut,
So ist es nicht. Jetzt zeige ich halt den Frauen. Und ein Tipp, den ich dir auf jeden Fall schon mal dazu geben kann, ist, sag das, was du meinst. Das mag jetzt total banal klingen und in jedem Guiding ist es das Gleiche. Gerade die Frauen trauen sich das nicht. Plus, wenn das, was sie meint, bezogen ist auf einem Gefühl und nicht auf einem rationalen Beweis, dann hält sie das noch mehr zurück aus Ideen wie, ich bin eine gefühlsduselige, wenn ich jetzt meinem Chef etwas mit Gefühlen sage, da kann der nichts mit anfangen. Doch, Männer sind ja nicht aus Stein. Natürlich können die auch was mit Gefühlen anfangen. Der Punkt ist nur, wie kommuniziert es eine Frau? Und wenn sie es einfach ungeschickt kommuniziert, kommt es nicht an. Es hat aber nichts damit zu tun, dass es ihre Gefühle sind, sondern einfach nur, dass sie es noch nicht weiß, wie sie es so sagt, dass das, was sie schickt, auch ankommt. Das heißt, Botschaft erstmal, das, was du meinst, sag es auch. Und wir werden hier immer mal noch Videos haben, wo du auch dich drin üben kannst, wie du es noch besser sagst, damit es bei deinem Gegenüber in Klarheit ankommt, damit du mit dir im Reinen bist und gerade als Frau und auch als Mann ein gutes Gewissen mit der jeweiligen Entscheidung hast und damit es auch deinem Gegenüber gut geht. Denn bei einem Ja geht es dem Gegenüber wahrscheinlich sowieso gut, bei einem Nein muss es ihm aber nicht automatisch schlecht gehen. Das ist der Sinn davon, in seiner Klarheit zu sein. Ich mache das auch in meinem Guiding Lebenszeitmanagement, aber dieses Video geht jetzt wirklich nur für die Frau, die sagt, ich finde mein Leben lala oder schon ziemlich gut, aber auf jeden Fall weiß ich, das kann noch viel besser gehen. Da gibt es bestimmt noch was und da möchte ich etwas lernen, da möchte ich mich verändern, damit ich in meiner eigenen Klarheit bin. Du bist herzlich eingeladen zu Frau 3.0. Das findet mindestens 2015 häufig statt. Entweder als offene Veranstaltung oder eben auch, so du magst, in einer kleinen Runde, wenn sich ein paar Frauen zusammentun oder in Unternehmen, wenn die sagen, wir wollen einfach mal was anderes Sinnstiftendes machen. Es gibt tatsächlich innovative Unternehmen, die da schon ein Stückchen weiter sind. Das mag ich sehr gerne. Danke für dein Dabeisein. Du weißt ja die Geschichte mit dem Daumen hoch und dem Abonnieren und dem Kommentare schreiben. Schau mal, welcher Subtext sich für dich da zeigen will. Und natürlich gehe ich immer weiter in die Themen rein. Jetzt geht es erstmal darum, dass du überhaupt weißt, was ich hier für dich kreiert habe. Frau 3.0 für dich und oder zum Weitersagen. Bis bald.